schaffen, Geld verdienen, Geld ausgeben, schaffen, verdienen, ausgeben und so weiter und so fort. In dem Hamsterrädli sind wir natürlich, wie du vielleicht selber weißt, alle drin und wir machen da auch alle mit. Der Manuel, der hat aber die Schnauze voll vom Schaffen, zum Geld verdienen und hat darum auch aufgehört damit. Er träumt nämlich von einer geldlosen Gesellschaft. Er sagt, es bräuchte dafür eine Gefühlsrevolution. Aber was sind die Beweggründe? Unsere Tochter ist auf die Welt gekommen, Anfang des Jahres, und wir haben uns überlegen, was ist uns wirklich wichtig im Leben. Statt, dass wir dann ein 2 Millionen Investment angenommen haben in unser Business, haben gefunden, das tun wir auf die Seite, das lassen wir sein. Und stattdessen konzentrieren wir uns voll aufs Ältere sein. Und das haben wir dann auch gemacht. Und entsprechend haben wir dann gleich mal kein Geld mehr gehabt im Konto. Und haben gefunden, okay, jetzt machen wir etwas draus. Jetzt geben wir dem eine Chance. Ein 2 Millionen Investment ablehnen, okay? Ich meine, wie fühlt sich das an? Das ist ja eigentlich total crazy. Ja, voll. Also, zuerst hat es sich mega wie ein Versagen angefühlt. Wir können das Investment annehmen und voll das Business reissen und erfolgreich sein mit dem. Die Vorstellung war schon geil gewesen. Und das dann ganz bewusst nicht zu machen, hat sich zuerst wie mega wie Versagen angefühlt. Und gerade das war für uns so wichtig gewesen, sich dem mal zu stellen, dem Versagen. Dem Gefühl von, fuck, ich versage, was mache ich da eigentlich nur? Und nachdem hat sich mega befreiend angefühlt. Wie sind eigentlich so die Erfahrungen ohne Geld? Also wie kommt ihr jetzt auch zu Geld, ohne zu arbeiten? Das ist eine gute Frage. Also mega viel. Wir haben dann angefangen anzuschauen, okay, was sind das für Ängste, die bei uns auskommen? Mit was hat das zu tun? Und sind die Ängste auch noch bei anderen Leuten rum, die wir in unserem Umfeld haben? Und wir haben dann angefangen, einen Blog zu betreiben, wo wir das alles irgendwo durch aufgeschrieben haben oder Videos gemacht haben dazu. Und entsprechend haben wir dann auch finanzielle Unterstützung bekommen. Wir haben Leute gehabt, die uns ihre Wohnung angeboten haben, die uns Essen gegeben haben. So Sachen sind dann gekommen, indem wir uns gezeigt haben über den Blog. Der Manuel Brändli will seine Zeit und Energie in die Familie investieren und versucht darum, ohne Geld durchs Leben zu kommen. Er fordert eine Gefühlsrevolution. Aha. Die Idee von der Gefühlsrevolution ist, dass du das Ganze zu dir nimmst. Also alles, was dich irgendwo triggert auf der Welt, was dir irgendwie zu schaffen macht, was dich wütig macht, was dir aufstößt, was dich irgendwie Depro macht, das nimmst du ganz zu dir und schaust, was hat das mit meinen Gefühlen zu tun, mit meiner Psyche, mit meinem Körper, mit vergangenen Geschichten, die ich mitschläge aus der Kindheit und so weiter und befreie das. Ja, aber das kann man ja irgendwie auch machen, wenn man arbeitet und Geld verdient, oder? Wieso möchtest du nicht arbeiten fürs Geld? Das ist etwas, was ich schon mein ganzes Leben verfolge, ich persönlich. Ich habe immer Mühe gehabt mit dem, meine Arbeit ist so viel wert und andere Arbeit ist weniger wert oder ist mehr wert. Ich habe mega viel Mühe mit dem, um mich zu verkaufen eigentlich. Und das bedeutet für mich dann viel auch, ich mache es dann nur fürs Geld. Gar nicht, weil ich es einfach richtig finde oder wichtig finde für die Welt. Und von dem habe ich schon immer wieder wegkommen. Ist euer Kontostand dann auch mal auf Null gewesen? Tatsächlich? Voll. Wir haben also auch keine Wohnung mehr gehabt. Das haben wir auch abgegeben Anfang des Jahres. Dann sind wir auf den Nullpunkt gekommen und der Moment ist krass gewesen. Also das hat wirklich etwas gemacht bei uns. Das hat Ängste ausgelöst, Existenzängste. In der Schweiz, weißt du, wo nicht Existenz wirklich ein Problem ist, oder? Aber gleichzeitig sind die Ängste aufgekommen. Also wir haben gefunden, das müssen wir jetzt anschauen und dem geben wir eine Chance. Eine Chance, okay. Nach was denn? Oder für was? Nach was strebt ihr, wenn nicht nach Geld? Was ist euch wichtig? Eigentlich geht es um Beziehungen, Zeit mit meiner Tochter verbringen, um wirklich können miteinander in Verbindung sein, um schlussendlich ein glückliches Leben führen. Und das wünsche ich mir für die Menschheit, dass wir uns erinnern daheim, was geht es wirklich im Leben? Was geht es eigentlich im Leben? Was ist uns wirklich wichtig? Und verfolgen wir das? Oder verfolgen wir einen anderen Weg?